denke, bis jetzt haben wir alles richtig gemacht. Das Wetter konnten wir auch nicht besser bestellen. Von dem her können wir die nächsten Tage sagen, keine Zeit für geradeaus. Keine Zeit für geradeaus. Müde Gesellschaft aufnehmen hier. Sag mal, was ist guten Morgen, was ist Phase? Ja, alles läuft. Ne? Wir sind unfallfrei hierher gekommen im Bus und machen jetzt ein Check-in für 45 Leute. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ich habe gerade Informationen gekriegt, Motorräder sind von der Fähre runter, also nicht ins Wasser, sondern auf dem LKW und Richtung Hotel und somit sollte alles passen. Wir sind im Soll sozusagen. Reisegruppe Dosa hat alles im Griff. Genau. Und jo, keine Zeit für geradeaus. Und dann schauen wir mal, wir melden uns später wieder. Jetzt wahrscheinlich ist das Essen umsonst und das Bier kostet 22,50. Das kriegen wir auch noch hin. Hat er den Dynamic? Rossi ist verkleidet. Muss ich ganz kurz enttarnen. Scuse! Troppo marketer, troppo veloce, non lo so, try to push, but he was very, very strong in this curve, non posso fare niente, grazie. Yes, but ich habe kurz eine Frage, wie machst du das, dass du im Fernsehen schlank und hier nicht so? Ich weiß es, tutta la pasta, la pasta. Ist das nicht schön? Guck mal, das Hotelzimmer. Ich will euch das mal zeigen. Ich zeige euch jetzt nicht den nackten Sven. Der ist nämlich hier Sven. Du kannst aber mal hier oben rum mit reinkommen. Ins Bild. Ja, also ja. Im Endeffekt wir teilen sieht es hier hochelegant aus. Wir teilen uns ein Zimmer. Ja. Popo-Club. Ja, Männerpension hier. Ja, Männerpension. Ja. Aber wir müssen einmal ganz kurz zeigen hier. Man hat uns versprochen, das wird noch geändert. Wer fragt sich, wer das Bullenspray nimmt? Und folgende Videos werden beweisen, ob es gelungen ist. Ja. So, ich nehme euch mal mit. Guck mal hier kannst du dann rausgehen aus der Hütte. Und dann, du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht, würde Habe Kerkeling sagen. Doch, direkt am Wasser, ne? Direkt am Wasser. Wenn man sagt nicht Arsch, ne? Nee, sagt man nicht. Okay, Sven, du bist ja immer noch unter Hose. Einfach nur nach hinten raus. Du bist ja immer noch unter Hose. Ja, ja. Ich mache irgendwie gerade was anderes als eine Hose anziehen. Ich habe einen Hotdog bestellt in Italien, das war vielleicht auch gewagt, oder Jungs? Wer schon den Big Dick kriegt, ne? Ja, yeah. Yeah. No. Das ist ein Hotdog. Ich drehe durch, leck mich am Heck. Da sind zwei Mittelfinger reingesteckt in ein Brötchen und vorher noch schön gebacken. Aber gut, in dem Sinne. Mahlzeit. Skål for Danmark. Das ist der DJ. Ja. Wenn du das satt hast, glaubst du, dass Glück liegt auf der Straße und du brauchst es nur aufzuheben, wenn dir danach zumute ist? Nein, mein Freund. Halt mal. Ich will noch mal halten.
Du bist ein lecker Hase. Ja, ich bin ein lecker Hase. Sag's ruhig, sag's ruhig. Da weißt du Bescheid. Den Film möchte ich haben. So für Internetzwecke. Ich auch. Oh, mein Ambo ist eingeschlafen. Tut mir leid. Mein Arm schläft schon wieder ein. Ich kann da nichts das, wenn du Mittag mit uns verbringst, dann siehst du mehr. Oh. Wir unterbrechen das Programm für eine kleine Kursmitteilung. Ich muss weg. Wie ist die Lage? War eine geschlossene Frage, war auch blöd. Ja. Carina, Carina, Carina. Nächste Woche wird das Wetter auch gut. Erklär mal kurz, was jetzt schon wieder Phase ist mit Dosa. Ja, also das Problem bei Herrn Dosa ist eben, dass er nicht multitaskingfähig ist. Der ist wie ein Golf-GTI-Fahrer. Also Zündung an, Herrn aus, Zündung aus, Herrn an. Das heißt, was ist jetzt Phase? Also Herr Dosa hat gesagt, wir biegen hier da im Ort links ab, fahren da ganz kurz ein Stückchen raus. Da ist schon ein Sandparkplatz mit so ein bisschen strandartigen Abschnitt. Da treffen wir uns dann alle, da können wir ein bisschen Fotos machen. Ist auch toll, er ist als erste Gruppe losgefahren. Und die drei folgenden Gruppen inklusive Motorradweihe sind auch da. Aber Herr Dose halt nicht. Aber das ist das Problem, wenn man nur Weißes in den Augen hat, sind die Pupillen hinten. So. Bitte melde dich. Wir vermissen dich, Fritz. Ja, wirklich, wir machen uns Sorgen um dich. Wir machen uns echt Sorgen. Dehydration ist kein Spaß. Ja, wunderbar, ja. Komm, du bist gut drauf heute, komm, ja. Ja, so geht's auch. Ja, danke. Thorsten fährt jetzt nach Hause. Das ist echt schade. Das ist eigentlich total schade, dass die Tour für dich hier schon vorbei ist. Hier sind Fachgespräche. Ja, über Navigation auf Sardinien. Da kommt so ein BMW Navi 6 oder 5, hat das Probleme. Ihr habt ja einen guten Guide. Norbert erzählt schon wieder ein Seemannsgarn. Sorry. Von Netto. Das ist der Tourguide, dem die Frauen vertrauen. Genau. Und die Navis ein Schnippchen schlagen. Früher stundenlange Webkurse belegt, der Mann, damit er das kann, was er heute macht. Ich wollte doch Sanitärmensch werden und Rohre verlegen, aber nein, es muss irgendwann Spanngurte sein. Flachrohre sozusagen. Sag mal ganz kurz, war ganz kurz Resümee der Reise. Wie war für dich die Reise? Wunderschön. Mit dir los zu sein, war das Höchste. Geh weg jetzt. Es macht mich und meine Truppe ein bisschen stutzig, dass beim ersten Cappuccino bei mir Big Dick drauf stand und beim zweiten Playboy. Wir wissen nicht, woran es liegt. Oder wissen wir das? Nein. Aber ich vermute, ich habe eine Vermutung. Es liegt an meinem Shirt. Hier. Ich glaube, das lieben die Italiener. Hey, Valentino. Okay. Hey. Thank you.
bei Willems. Aber endlich nochmal neu bezogen, das ist das ordentlich. First Class. Ja, Peter, das hört mir auf. Ich bin noch im Bericht bei dir zu Hause. Einmal ein Statement zur Lage der Nation. Zur Lage der Nation. Die Lage ist ernst, aber hoffnungslos. Wir haben keine Chance, aber die wissen wir zu nutzen. Genau.